Achtung, Achtung! Allen sei bekannt und zu wissen getan. Hast du eine schwarze Katze? Ich bin bereit. Ach, wie schön. Der himmelblaue Traum ist schon was Besonderes, doch er lässt dich nur die letzten Stunden des Mörders nacherleben. Hoffentlich lohnt es sich. Gib auf jedes noch so kleine Detail Acht. Orte, Namen, einfach alles. Werde ich tun. Dann fangen wir an. Weg in der Sansala! Könnte ich mich glatt selbst verlaufen. Sieh's doch mal so. Jetzt sind wir praktisch unauffindbar. Es sei denn, Hänselt greift Wergen trotzdem an. Hänselt greift niemanden mehr an.
Du bist ein unverbesserlicher Optimist, Ewan. Lieber genau in meine Fußstapfen. Ich liebe diese Fallen. Ich auch. Offenbar will Hänselt uns möglichst weit entgegenkommen. Wie meinst du das? Na, er mischt überall in vorderster Reihe mit wie ein einfacher Soldat, der pure Leichtsinn. Leto will ihn tot, wie die anderen. Endlich ist hier mal was los. Sonst dämmern wir in unseren Höhlen nur dahin wie Fledermäuse. Lieber ein paar Höhlenkoller ertragen, als von den Bütteln des Königs erschlagen zu werden. Egan, was ist? Hast du plötzlich Schiss? Angeblich weicht Detmold Hänselt nicht von der Seite. Und dann soll auch noch der Hexer im Lager aufgetaucht sein. Er ist allein. Wir sind zu dritt. Du weißt, was das für einer ist. Ich weiß, was er mich mal kreuzweise kann. Mach dir keine Gedanken über ihn. Willst du wissen, über wen ich mir Gedanken mache? Triss Merigold. Wenn die Ausplauder das Schiladema-Band aus dem Weg schaffen, es gerät alles außer Kontrolle. Leto sollte sie kalt machen. Ja, das sollte er. Aber offenbar steht ihm der Sinn nur nach Königsmaul. Da seid ihr ja endlich. Das Heerlager wird behütet wie die Keuschheit einer Prinzessin. Habt ihr was herausgefunden? Der Weiße Wolf ist zusammen mit Vernon Roche hier eingetroffen. Offenbar ist er jetzt Hänselts Laufbursche. Ein anderer Laufbursche wäre mir lieber. Solange sein Gedächtnis weg ist, sind wir ja vor ihm sicher. Ganz und gar nicht. Es macht ihn umso gefährlicher. Wir müssen vorsichtig sein nach dem Bruch mit Jorvid und seiner Bande. Und noch etwas. Sheila de Tankerville. Oh ja, unsere Zauberin wird gefährlich. De Tankerville hat ihre Schuldigkeit getan. De Tankerville kann gehen. Wir werden sie nicht töten. Noch nicht. Du musst es wissen. Genau. Zuerst ist Hänselt dran. Der hat absoluten Vorrang. Macht euch sofort auf den Weg. Und du? Ich gehe nach Loc Moin. Dort laufen alle Fäden zusammen. Seid vorsichtig, dann sehen wir uns bald wieder. Leeren einen Krug Wein und lachen über alles? Wer weiß. Ich klettere über die Palisaden. Treffpunkt ist der Eingang zu den Grotten.
Und dann habe ich gehört, dass ihr einen Teil der Abgaben in den Höhlen unterm Lager gehortet habt. Psst, sollen das vielleicht alle erfahren? Ich weiß nicht, von wem du das hast, aber wenn du die Zunge hütest, bekommst du deinen Anteil. Dann gilt die Abmachung? Ja, doch, verflucht. Ich sag den anderen Bescheid. Komm zu dir, ich sterbe vor Neugier. Was hast du erfahren? Sie verstecken sich in den Schluchten. Da finden wir bestimmt den anderen. Unser Mann hier dürfte einen Schlüssel zum Versteck haben. Woran erinnerst du dich noch? Sheila de Tankerville. Sie sprachen davon, dass Sheila ihnen beim Mord half. Sheila, sie war eben hier, als du in Trance warst. Sie sagte, sie wolle den zweiten Mörder verfolgen. Woran erinnerst du dich noch? Keine Zeit zu verlieren. Ich muss ihnen nach. Viel Glück, Geralt. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren.